Voy a probar uno en tiroles, nada más para mí, gell? Ich darf euch heute zum AK Tirol Oktoberfest begrüßen. Ich habe ja heuer schon mehrere Oktoberfeste besucht. Und heute habe ich mir gedacht, ich stelle mir mal die Frage, wie zieht man sich denn eigentlich richtig an? Wie soll der Ausschnitt sein? Tief, nicht so tief, langes Dirndl, kurzes Dirndl. Wie ist denn die Lederhose am besten? Ist kurze Lederhose gut oder lange? Keine Ahnung. Gehen wir mal schauen, was die Leute so dazu sagen. Also für mich ist am besten ein Dirndl. Oder eine ländliche Kleidung, es ist ganz egal was. Aber was ich bevorzuge, dass die Dirndln also bis unter das Knie gehen. Also ist wichtig. Das ist für mich wichtig. Das gefällt. Warum? Das ist einfach schicker, eleganter. Dann kommt ein Ort und sagt dies. Und sagt dies. Zweimal die Gäste. Einen Riesenapplaus für den Bürgermeister. Ein Prosit, ein Prosit. Sie ziehen sich jetzt einmal eine richtig fesche Lederhose an, bitte zeigen. Ja, eine lange. Ich habe überhaupt noch nie eine bodenlange Lederhose gesehen. Ja, wenn ich heute so unglücklich bin, habe ich auch immer so eine gewohnt. Aber echt? Ja. Jetzt bin ich verwirrt. Immer, jeden Tag. Ja, eine richtige Hosen gehört unglücklich, nachher ist man auch immer recht gekleidet und von alles dran damit. Sie haben jeden Tag eine Lederhose? Sehr oft. Wahrheit. Ich habe zur Arbeit noch eine, ich habe zum Ausgehen noch eine, ja. Ja, jetzt bin ich bei Blacks. Und der Schnauzer, eigentlich habe ich sie angesprochen wegen ihrem Schnauzer, weil der ist schon eher außergewöhnlich, oder? Nicht? Für mich nicht, seit mir ein Schnauz gewachsen ist, schon nicht an. Ja, aber Sie sehen wohl nicht viele andere Menschen mit Schnauzer. Weniger sind es worden, das stimmt schon. Die Frau jammert da, die einmal er beißt und er stupft, aber man muss einfach. Man muss einfach. Drei bleiben. Ja, ich würde auch sagen, da ist egal, was irgendwer sagt. Und kräuselt er sich von selber so oder nehmen Sie da ein Glätteisen und ziehen ihn so auf? Technische Hilfsmittel nehme ich keine. Eine normale Hautcreme, mit dem mache ich ihn ein bisschen fettig und Tränen auch nicht. Okay, das ist super, Dankeschön. Bitte. Peter, du hast da echt was Fesches an, was ist denn das? Hat das einen Namen, was du da anhast? Das ist ein Teil von einem Tiroler Anzug. Und zwar sieht man auf der Krawatte den Tiroler Adler. Den musst du jetzt zeigen. Ja, der Tiroler Adler. Das finde ich sehr patriotisch von dir. Mit dem roten Gilet und dem Sakko dazu mit dem roten Kragen. Und es ist so typisch für Tirol. Also der elegante Anzug dazu ist dann noch die schwarze Samthose dazu. Aber die trage ich jetzt nicht. Also ich bin eher. Leger. Also als Italiener hast du trotzdem einen Tiroler Anzug, das gefällt mir ganz gut. Ich bin sehr verbunden mit Tirol, weil ich nebenbei Musikant bin und auch mit der Musik viel unterwegs bin und in dem Outfit mit der Musik auch unterwegs bin. Und das ist jetzt ein persönlicher Modetipp. Was hältst du von Lederhosen? Kann ich nur unterstreichen. Ich habe sehr viele Lederhosen zu Hause, kurz, Knie und ganz lang. Wow, du bist ja so richtiger Fanat. Also ich bin auch bei diversen Vereinen wie Brauchtumsgruppen und so, wo Lederhosen ein Muss ist oder eben eine Blaskapelle und da gehört die Lederhosen einfach dazu. Also, die Michi hat nämlich gesagt, ziehen, da wird jetzt einmal mit. Das werden wir jetzt einfach einmal ausprobieren. Michi, los geht's. Also da wir heute am Oktoberfest sind bei der Arbeiterkammer, wollen wir mal fragen, was so richtig hübsches Dirndl für die ausmacht. Also für mich macht ein richtig hübsches Dirndl aus, wenn es knielang ist und wenn es nicht so viele Farben hat. Es muss ein bisschen was Besonderes sein, es muss was Besonderes drauf sein, vielleicht schöne Knöpfe oder irgendein besonderes Accessoire. Das gefällt mir ganz gut. Und die passende Frisur dazu natürlich. Stimmt, also ich war echt schon beim Friseur. Ja, also die Frisur ist echt wichtig, hast recht. Genau, meine ist halt nicht so schön. Doch, deine gefällt mir auch gut, weil du hast kurze Haare, das geht immer. Findest du nicht? Doch. Schon, gell? Ja, danke. Danke? Danke. Danke. Was würdest du sagen, was ist denn bei Frauen in Dirndl, was ist denn da wichtig, was gefällt dir denn gar nicht so gut? Wichtig ist, dass die Masche auf der richtigen Stelle ist, gell? Weißt du, wie das gehört? Es gibt ja vorne die Masche und die Masche auf der Seite für die Vergebenheit oder für noch zu haben oder schon verheiratet. Aber was bedeutet denn was bei der Masche? Da kenne ich mich auch nicht aus. Erwin, die AK veranstaltet das Oktoberfest heute, die jungen Zillertaler.
Ein Hoppala. Die Steilentaler. Okay. Jetzt. Nochmal. Erwin, die AK veranstaltet das Oktoberfest heute und die Jungen in Zillertaler werden da sein. Bist du ein Fan von ihnen? Wahrscheinlich schon. Ich bin generell ein Fan von Musikgruppen, die Leute begeistern können. Und die Jungen in Zillertaler gehören natürlich genau zu jenen, die wirklich Begeisterungsstürme ja teilweise hervorrufen, die auch ein bisschen von der ländlichen Musik auch ein bisschen ins Moderne reingekommen sind. Und dann für sich eine neue Art auch der Tiroler Musik gehört haben, die ja nicht nur in Tirol, sondern in Österreich und ganz Europa gut ankommen. Ja, hast auf jeden Fall recht. Von der Musik zur Mode, ich habe da heute mich schon ein bisschen umgehört, was, wie zieht man sich denn richtig an und so weiter. Was denkst du, ist ein totales No-Go auf dem Oktoberfest? Was geht denn also überhaupt nicht? Partyhose. Auch eine Badehose. Ach so, was gibt's, gell? Nicht ausschauen, da keine Frage, nicht, aber natürlich. Ich glaube, ziemlich schier. Und der Rest ist erlaubt, weil bei der Arbeiterkammer gibt es keine Bekleidungsvorschriften. Okay. Und jeder kann, wie er will. Aha, also auf jeden Fall keine Badehose. Perfektes Dirndl. Oh, danke schön. Das ist lieb. Danke schön. Danke und schönen Abend noch. Ebenfalls, danke.